BioWare. EA. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt, Mass Effect 3. Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass ich jetzt hier nicht der Schnellste bin. Weil es schon seit etwa anderthalb Wochen Let's Player davon Videos machen. Ich hoffe, dass trotzdem der ein oder andere sich hier mal in dieses Video verirrt. Oder vielleicht auch ganz bewusst draufklickt. Vielleicht kriege ich dann auch mal mehr als 6 Abonnenten. ja gut, ich bin auch gerade noch ganz am Anfang, habe erst ein paar Videos hochgeladen. Deshalb ist es noch nicht so schlimm. Ja, was ihr erstmal hier sehen werdet, ist, dass ich schon mal etwas Multiplayer gespielt habe. Deswegen sind die Werte nicht auf 50%. Aber ich bräuchte noch ein paar Runden, ein oder zwei, dann würde ich auch hier eine bessere Anzeige hier stehen haben. Aber das soll uns nicht vom Hauptspiel abhalten. Dann machen wir ein neues Spiel. Mass Effect 2 Charakter importieren. John Shepard oder John Shepard? Ich denke, ich nehme mal den hier. Ich schau mal. Ja. Romanze mit Miranda, die habe ich auch noch eine andere gehabt, aber leider wurde der Spielstand irgendwie so verloren gegangen. Der wäre auch besser gewesen. Mass Effect 1 habe ich nicht durchgespielt. Ich habe auch leider nicht geschafft, alle 12 Crewmitglieder sind es, glaube ich, zu retten. Hier könnt ihr meine Entscheidung nachschauen. Rex ist tot, den kann man auch überleben lassen. Ich weiß aber ehrlich gesagt wirklich nicht wie. Ja, und ich hätte jetzt eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, noch einen anderen Charakter zu nehmen, wo 12 Crewmitglieder überlebt haben. Aber hier ist Ash dabei und ich finde, sie sieht auch deutlich sympathischer als den anderen Kerl, den wir sonst haben würden. Deshalb nehme ich diesen Spielstand und Charakter importieren. Ladescreen. Importiertes Gesicht daneben, das ist auch dieses Standard-Aussehen. Das werde ich auch nehmen, weil ich finde, der sieht eigentlich richtig cool aus. Ja, und da meine Kreativität auch eher am unteren Ende der Gesellschaft angesiedelt sein wird, nehme ich einfach den, sonst verunschalte ich immer nur die Personen. Obwohl, naja, egal. Soldat. Soldaten sind, also hier sind halt die verschiedenen Klassen, wie man sie auswählen kann. Also erstmal hier Soldat. Soldaten sind eine Reihe Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder besser geeignet, wenn es darum geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Sie haben eine umfassende Waffenausbildung und können jede Art von Spezialmunition sowie Granaten verwenden. Hochrangige Agenten sind mit Okular-Synapsen-Prozessoren ausgerüstet, die beim Konzentrieren auf Ziele eine tödliche Präzision ermöglichen. Soldatenkräfte, Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Splittergranate, Brandmunition, Disruptormunition, Kryomunition. Infiltrator. Infiltratoren sind Tech- und Kampfspezialisten mit der einzigartigen Fähigkeit, sich durch Tarnung vor visueller und technologischer Entdeckung zu schützen. In ihrem Inventar steckt eine Vielzahl an Waffen, Ausrüstung und Kräften. Sie sind auf jede Distanz tödlich, besonders aber mit einem Präzisionsgewehr. Wenn sie zielen, übernehmen ihre Reflexe die Führung. Die Zeit verlangsamt sich kurzzeitig und der Schuss wird exakter. Infiltratorenkräfte, Disruptormunition, Kryomunition, Verbrennung, taktische Tarnung, Haftgranate, Sabotage. Frontkämpfer. Frontkämpfer werden wegen ihres risikoreichen und meist erfolgreichen Kampfstils gefürchtet. Sie nähern sich dem Feind sehr schnell und vernichten ihn dann aus kurzer Distanz mit Waffen und biotischen Fähigkeiten. Sie sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch sie einen biotischen Sturmangriff ausführen können, der den Gegner mit großer Gewalt trifft und den Frontkämpfer direkt in Nahkampfreichweite bringt. Frontkämpferkräfte, Brandmunition, Kryomunition, biotischer Sturmangriff, Nova, Schockwelle und Ziel. Der Nachteil daran, an den Nahkampfreichweite bringt, ist leider auch, dass der Gegner einen auch ziemlich fertig machen kann. Das kenne ich auch aus dem Multiplayer. Deswegen werde ich auch diesen hier nicht nehmen. Genau wie den Infiltrator, auch wenn ich es schon überlegt habe, ihn zu nehmen. Aber ich glaube nicht. Wächter. Wächter sind einzigartig, denn sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Neben einer umfassenden Waffenausbildung verfügen Wächter noch über einen leistungsstarken Schild, der es oft überflüssig macht, in Deckung zu gehen, stattdessen einen direkten Angriff ermöglicht. Dieses Panzerungssystem kann auch zur Detonation gebracht werden und fügt dann Feinden in der Nähe Schaden zu. Kräfte, Werfen, Warp, Antigravitationsgranate, Tech-Panzerung, Überlastung, Kryostrahl. Experten.
Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten und töten können. Sie verfügen zwar nicht über eine umfassende Kampfausbildung, aber wenn es darum geht, Feinde zu besiegen, ohne dass ein Schuss fällt, sind sie die erste Wahl. Sie haben L5X-Implantate, die eine Mikrosingularität erzeugen können, die Feinden Schaden zufügt und sie in die Luft zieht. Expertenkräfte, Warp, Werfen, Schockwelle, Singularität, Ziehen, Clustergranate. Techniker. Techniker sind Tech-Spezialisten, die effektivste Klasse, wenn es darum geht, die Verteidigung auch der härtesten Gegner auszuschalten oder sie handlungsfähig und damit harmlos zu machen. Techniker haben neben ihrer Waffenausbildung die einzigartige Fähigkeit, Kampfdrohnen freizusetzen, die Feinde beschäftigt oder aus der Deckung herauszwingen können. Technikerkräfte, Verbrennung, Überlastung, Kryostrahl, Kampfdrohne, Sabotage, Wachgeschütz. Ich überlege gerade, ob ich den Soldaten oder den Techniker nehme. Aber der kann, glaube ich, nicht alle Waffen nehmen. So war es jedenfalls im Mass Effect 2. Und ich fand diese eine Waffe so ganz toll, die der Soldat aber nur nehmen konnte. Und ich weiß auch, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht, ob sie nur vom Soldaten eingesetzt werden kann. Ich glaube aber schon, deswegen nehme ich jetzt einfach den Soldaten. Auswählen. Die Errungenschaften geben Ihnen Zugriff auf folgende Bonuskräfte. Wählen Sie eine. Verstärkung. Verstärkt Panzerung durch schützende Foucault-Ströme. Ableiten der Ströme in Ihre Handschuhe erhöht Nahkampfschaden. Verlangsamt Kraftbenutzung. Oder panzerbrechende Munition. Schalten Sie schwer gepanzerte Einheiten aus. Erhöht Waffenschaden, mehr Schaden gegen Panzerung. Das, denke ich, nehmen wir, weil es auch doch ziemlich schwere und harte, knackige Gegner gibt und sowas gerne gebrauchen kann. Uff, Kriegsheld. Muhaha. Annehmen. Eingabe. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Ja, eine mächtige Flotte haben sie jedenfalls. Im Jahr 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht alleine im Universum war. 30 Jahre später nahm sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderen galaktischen Spezies ein. Aber über diese idyllische Zukunft fliegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit. Die Reaper, eine Spezies von intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Wesen der Galaxie vernichten, steht kurz vor ihrer Rückkehr. Die Führer der Galaxie sind durch ihre Unentschlossenheit wie gelähmt und können einfach nicht zu einem Ergebnis kommen oder so. Das war jetzt etwas zu schnell. Ich wusste, dass es schnell ist. Deswegen habe ich etwas schneller gelesen, aber es hat nicht gereicht, leider. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Ja, ist es auch. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Wir hätten es besser vorbereiten sollen. Ich weiß das durchaus. Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt.
Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley? Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, ich bin momentan nicht besonders gut informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Keine Sorge deshalb. Schon in Ordnung. Boah. Keine Sorge deshalb. Sie hatten sicher Ihre Gründe. Ja, vermutlich. Trotzdem, schön Sie zu sehen. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Wir halten zusammen. Überleben um jeden Preis. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandie. Oh oh. Shepard!
Lieutenant Williams, sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Dann geht's ja mal los. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Ashley ist unterwegs zur Normandy. So, hier habe ich auch schon mal einen Test gemacht, weil der hier nämlich auf uns zukommt. Er kommt weiter, ich glaube nur bis etwa da. Dann kommt er nicht mehr näher. Wahrscheinlich Angst vor diesen ganzen Zivilisten da unten. Ja, ich mach kurz speichern. Ich beende kurz die Aufnahme und schau kurz, ob Toneinstellungen und sowas stimmen. Achtung! Ja, und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Nach diesem Sprung.